So, hallo und herzlich willkommen zum weiteren Let's Play for Honor bzw. Charaktervorstellung. Und zwar, ich habe mir jetzt endlich Marching Fire zugelegt, wird schon langsam Zeit. Und ja, heute will ich euch einen Teande vorstellen. Ich habe keine Sekunde mit ihm gespielt, also es kann sein, dass ich komplett verkacke. Aber wer weiß. Ich weiß nur, dass er gute Ausweichangriffe machen kann, schnelle Angriffe machen kann und auch nicht einmal so wenig Schaden zufügt. Das ist das Einzige, was ich weiß. Er kann auch noch einen starken Kick machen. Da muss ich allerdings noch schauen, wie der funktioniert. Aber wenn man den Kick durchführen kann, ist sozusagen Teandi fast unaufhaltbar. Weil wenn ich mit dem Teandi den Kick mache, schleudert den Gegner vielleicht 3 Meter zurück. Und dann kann ich gleich noch so eine Sprungattacke machen, wo ich schneller beim Gegner bin. Also wir können den Gegner die ganze Zeit am Boden werfen mit diesem Kick und dann den Gegner dementsprechend Schaden zufügen. Ich werde das allerdings wieder so machen wie beim Qian Chun. Ich werde jetzt ein Duell-Match spielen, zweimal gegen die KI, um selber vielleicht ein bisschen die T&D auszutesten. Und vielleicht, ja. Vielleicht halt ein bisschen mit der an die KI halt zerlegen. Dann als Abschluss kommt wieder ein Spieler versus Spieler. Mal schauen, wie ich dann mich da abschneide. Aber ja, genug geredet. Ich hätte gesagt, legen wir gleich los. Und ja, ich wünsche viel Spaß. Und falls ihr es noch nicht getan habt, lasst mir doch ein Abo da oder einen Daumen da. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, bis gleich. Runde 1. So, da sind wir wieder. Gleich einmal vorweg, ich habe mal ein bisschen die Aktionslisten angeschaut. Und das wäre zum Beispiel dieser Stoß auf jeden Fall. Und das ist der Ausweichangriff, genau. Aber sehr ähnlich wie beim. Okay. Einfach zu wenig Platz für einen Ausweichangriff. Aber es ist so ähnlich wie beim Kensei, was mir jetzt aufgefallen ist. Sobald man auf die linke Seite ausweicht, Runde schlagt man 2. von rechts. Wenn man auf die rechte Seite ausweicht, schlagt man von links. Das ist beim Kensei genauso bei einem Ausweichangriff. Okay. Ich verkacke gerade gegen den Bot, aber ich muss den Charakter noch kennenlernen. Aha, der T-Bag, nicht der Boss. Ah, der Boss ist Runde der 3. Bot. So. Jetzt probiere ich einfach mal normale Kombos aus, wie R1 und so. Okay. Aber man sieht schon, er macht sehr schnelle Angriffe. Ah, okay. Und wie beim Kenzie kann man komplett verkackt gegen den Bot. Aber wie beim Kenzie kann man anscheinend auch den Ausweichangriff abbrechen. Nur beim Kensei ist halt vorteilhaft, wenn er diesen unblockbaren Schlag halt von oben macht, kann man ihn halt auf die Seite abbrechen mit einem Ausweichangriff. Und bei ihm habe ich jetzt halt einfach nur von oben geschlagen oder von der Seite geschlagen. Und den Schlag von oben hat er auch abgebrochen. Gut, dann sehen wir sich gleich bei einem anderen Bot-Gegner, wo ich hoffentlich nicht verkacke. Bis gleich. Runde 1. So, wir dürfen es mit dem Centurio aufnehmen. Runde
Oi. Eieiei, das war sehr knapp. Aber Tiandi kommt mir so vor, als würde er nicht so viel Schaden machen. Aber er ist halt eher auf Kombos basiert. Wie zum Beispiel den Handschlag, schweren Handschlag und Ausweichangriffe und so. Aber ja, mal gucken, vielleicht schaffe ich ihn jetzt. Es gibt auch eine Combo, wenn ich den Schlag mache und gleich R1 drücke, sieht man das zum Beispiel. Zack, dann macht er noch einen Schlag hinterher. Es geht auch mit dem schweren Schlag, wenn ich ihn erwischen würde. Aber den Ausweichangriff, den finde ich halt sehr stark. Weil man denkt halt, dass jetzt halt gleich der Schlag kommt, aber da macht er noch einen Ausweichschlag halt. Also noch ein weiter Ausweichangriff sozusagen. Runde 3. Kick weiß ich leider noch nicht, wie ich den ausführen muss. Aber ich probiere mal was. Ah, schon wieder dieselbe Exekution, tut mir leid. Wollte die andere Exekution auch noch zeigen. Ja, ist ein bisschen kompliziert. Ich muss noch ein bisschen mit den Spielen. Bevor wir Spieler versus Spieler machen, werde ich schauen, wie man den Kick macht. Und ja, dann kann ich den euch auch zeigen. Jetzt versuche ich mal einen Zonenangriff zu machen, weil den kenne ich auch noch nicht. Ah, das ist so ein Doppelschlag. Ah, das wäre schön gewesen. Aber wir wollen ihn ja exekutieren. So. Ah, die Exekution finde ich cool. Sehr schön. Das war eine sehr coole Exekution. So, wie erwähnt, ich werde jetzt nachgucken, wie man den Kick macht und jetzt kommt ein Spieler versus Spieler Match noch. Also bis gleich. So Leute, wir haben einen Gegner gefunden. Und zwar den Garban. Er hat den Kenzie ausgepackt auf Room 3. Das könnte allerdings ein Problem werden, weil wir ja den Tiandi gerade austesten, aber ich habe die Combo nachgeguckt, vielleicht schafft sie es, weil ich weiß nicht, ob ich sie jetzt in dem Match schaffe. Nach einem erfolgreichen schweren Angriff, also mit R2, und dann, wenn man da gleich darauf Viereck drückt, macht man den Tritt. Aber mal gucken. Kenzie könnte ein Problem werden. Runde 1. So. Dann begrüßen wir ihn einmal. Ah, okay. So, genau, das wollte ich machen. Nein! Warum habe ich den Ausweichangriff abgebrochen? Ah, das war sehr knapp. Ach, das war ein Fehler von mir. Aber ihr habt den Kick jetzt gesehen. Zum Glück habe ich ihn geschafft.
Somit habt ihr eigentlich alles von Tiandi jetzt miterlebt. Verdammt! Ja, sehr knapp war es jetzt die ganze Zeit. Aber ich glaube, ich könnte eine Combo vielleicht zusammenbekommen. Ich muss nur schauen, ob ja, wie das wird. Verdammt. Ach komm. Ich hab nach oben. Das Parieren muss ich unbedingt lernen. Das Parieren ist mein Kryptonit. Er hat auch gut gekämpft. Er hat abgewartet, er hat nicht gespammt die ganze Zeit Ausweichangriffe oder den unblockbaren Guardbreak. Also, war ein schönes Match. Aber mit Tiandi muss ich auf jeden Fall noch üben. Aber vielleicht kann ich ihn euch besser präsentieren nach einem Stream, weil es wird jetzt nicht nur Charaktervorstellungen geben vom Marching Fire. Ich werde auch streamen. Zwar heute nicht mehr, aber nächstes Mal will ich einen Stream starten. Gut, das war's aber von meiner Seite aus. Ich wollte euch nur den Charakter mal vorstellen und zeigen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie am Anfang schon erwähnt, falls ihr es noch nicht getan habt, lasst mir ein Abo da oder einen Daumen da. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Slake und ciao.